Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Ich mache mit meiner Filmerei weiter und möchte einmal etwas erzählt haben zu Hautunreinheiten, leichte Akne und so weiter. Es ist etwas, wo ich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz plaudern kann. Wenn ihr da, egal auch zu ob diesem Video oder auch zu anderen Videos, noch weitere Tipps, die ihr zum Beispiel habt oder Eindrücke oder Meinungen habt, dann gerne einfach mein Video kommentieren und das Wissen mit allen teilen. Ich finde das immer sehr wichtig. Also bei mir ist es zumindest so gewesen, ich habe vor inzwischen schon ja, 2,5 Jahren, schon fast 3 Jahren, meine Pille abgesetzt. Ich habe früher die Pille genommen und danach ging das Drama los. Mein Hormonhaushalt hat sich vollkommen umgestellt. Und ich bin aufgeblüht wie ein Streuselkuchen. Das war ganz furchtbar. Und ich habe in der Zeit angefangen, mich wirklich auch vermehrt zu schminken. Es gibt auch noch andere Gurus, die auch mit Akne zu tun hatten. Ja, die haben auch sicherlich wertvolle Tipps, die ihr euch anschauen könnt. Nun aber zu meiner, zu mir, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe jetzt keine schwere Akne gehabt, aber schon doch auch in einem Ausmaß, das ich noch nie gekannt hatte. Und ja, alle haben gesagt, naja, es dauert halt ein bisschen, bis sich dein Hormonhaushalt beruhigt und dann wird alles wieder gut. Ich habe dann ungefähr ein Jahr gewartet und es wurde nicht gut. Und ja, bis heute muss ich noch sehr aufpassen, was ich mache mit meiner Haut immer noch. Man sieht es vielleicht manchmal in den Videos, dass ich dann noch leichte Ausbrüche habe oder leichte Schübe. Und ja, das ist immer ärgerlich und ja, wie reagiere ich da drauf? Ich habe dann natürlich auch mein Make-up umgestellt, weil trotzdem, ja, also mit dem, auch mit der Akne habe ich trotzdem noch in Verbindung mit leicht fettiger Haut zu tun und ja, schlage mich dann damit rum, so gut es geht. Ja, also welche Tipps kann ich euch geben oder wie gehe ich mit Akne um, wie gehe ich mit Hautrötungen um, was habe ich da gemacht? Einmal kann ich euch raten, ich habe eine Zeit lang, das war mehrere Wochen, hatte ich mir angewöhnt, abends, wenn ich mich abgeschminkt habe, also wichtig ist, dass ihr abends und morgens euch eure Haut reinigt und auch die Poren reinigt und damit halt die Haut sich über Nacht oder je nachdem, also damit ihr eine frische Grundierung habt, zum Beispiel auch morgens dann Make-up auftragt. Und ich habe eine Zeit lang, also wenn ich mich abgeschminkt habe, habe ich nicht vorm Spiegel gestanden im Badezimmer, sondern ich habe, weiß nicht, auf dem Bett gesessen oder irgendwo und dann nebenbei Videos geguckt oder also YouTube geguckt oder was auch immer. Ich habe mich dann immer abgelenkt und konnte mich also nicht selber im Spiegel betrachten. Und dann habe ich immer gesagt, oh, da sehe ich was. Und dann habe ich dann auch nicht so den Drang gehabt, da dran rumzudrücken. Und das Ergebnis war nach einer Weile, dass ich dann auch nicht mehr ganz so offensichtlich an Hautunreinheiten gelitten habe. Also die kamen dann zwar immer noch, aber dieses Rumdrücken verursacht ja auch immer noch so eine extra Entzündung. So, nichtsdestotrotz musste ich dann doch zum Hautarzt gehen. Also ich rate euch dazu, versucht das nicht alles mit irgendwelchen Mittelchen irgendwie auf Dauer, wenn ihr es nicht in den Griff kriegt, euch da rumzuquälen, sondern geht auch wirklich zum Arzt und lasst euch was verschreiben, was hilft. In meinem Fall, also es kann auch für andere Leute was anderes gewesen sein oder was anderes wirken, habe ich ein Gel verschrieben bekommen, es heißt Isotrexin. Das trage ich abends, bevor ich schlafen gehe, auf, unter die Creme. Also ich mache mein Gesicht einmal komplett sauber und dann trage ich das, also man soll es auch großflächig auftragen, so ganz eine super dünne Gelschicht auf und dann creme ich mich darüber ein. Tagsüber ist es ein bisschen schwieriger, weil das Gel, wenn man dann nochmal oben drauf was aufträgt, dass es dann gerne so abpellt, wie so eine Peel-Off-Maske vielleicht, kann man das vergleichen, nur nicht so elastisch und so in der Gänze. Aber man hat dann mal diese Krümel im Gesicht und das nervt dann auch. Und deswegen wende ich dieses Gel nur nachts an. Und wenn ich das konsequent tue, dann wird es auch sofort, also ziemlich schnell besser. Das Gel verursacht oder bewirkt, dass sich Entzündungen schneller beruhigen. Also die Rötung lässt viel schneller nach, als wenn ich jetzt da nichts drauf machen würde. Und auch neue Unreinheiten und Entzündungen bilden sich nicht so schnell wie sonst. Also versucht mit eurem Hautarzt zu reden und ob ihr nicht irgendwas, ob es jetzt Isotrexin ist oder irgendwas anderes, ja, dass ihr da quasi eine Erleichterung erfahrt. Bei mir ist es so, ich habe eine Woche lang vergessen,
war ich im Urlaub und hatte vergessen, das Ding einzustecken, habe mich tierisch geärgert und das ist dann die Retourkutsche. Also der Nachteil ist, ihr müsst es wirklich anwenden, wenn er es dann absetzt, dann müsst ihr damit rechnen, dass es wieder ausbricht. Eine Idee wäre, das irgendwann mal so langsam auszuphasen, aber ich habe mich noch nicht daran getraut, das zu tun. So, und die Rötungen, wie gehe ich denn damit um? Also natürlich gibt es dann noch die modernen Mittelchen des Make-ups. Ich habe dann Concealer natürlich umfangreich im Einsatz. Ich habe verschiedene Arten von Concealer. Ich habe so Creme-Concealer, den habe ich auch schon in anderen Videos vorgestellt. So ein Stift, der auf der einen Seite von Sephora hat der einen lachsfarbenen Concealer und auf der anderen Seite so leicht grünlich-stichig. Und das sind auch genau die richtigen Concealer, um also mit Lachsfarben die Augenringe wegzuschminken und beim Grün natürlich dann die Rötungen auszugleichen. Nachteil bei Creme-Concealern ist, ich habe auch so auch richtig deckende Creme-Concealer von, oder einen besser gesagt von MAC. Nachteil von, also die decken besser. Der Nachteil ist nur, wenn es nicht glatte Haut ist, sondern ihr habt das, weiß ich nicht, wenn ihr dran rumgedrückt habt und dann bildet sich Schorf oder irgendwas, dann habe ich immer das Gefühl, dass der Creme Concealer richtig toll das hervorhebt. Und deswegen nehme ich das für diese Stellen auch nicht. Und was ich dann mache, ist, ich nehme dann nämlich flüssigen Concealer. Da gibt es also die ganz normalen, bei Douglas zum Beispiel habe ich jetzt hier von Bio, den nehme ich schon Jahre, Jahre lang. Oder ich habe auch manchmal, die sind aber dann ziemlich teuer. Ich habe hier in diesem Fall in Amerika von L'Oreal, den gibt es leider nicht hier, so einen flüssigen Concealer mir geholt. Hält sehr lange, ist ja ergiebig. Und damit decke ich dann die ganzen Rötungen ab, wenn ich weiß, okay, das hat so Struktur. Also das ist jetzt nicht nur glatte Haut, sondern auch ein bisschen Schorf vielleicht dabei. Ganz sparsam kann ich damit umgehen. Und mein guter Freund, der Concealer-Pinsel, in diesem Fall einer von MAC. Die Nummer kann ich gerne nochmal unten einblenden. Ich kann ihn jetzt gerade nicht mehr lesen, welche Nummer das war. Concealer-Pinsel bestehen aus, also nicht aus richtigem Haar, sondern aus, wie heißt das, synthetischen Haaren. Weil wenn ihr nicht synthetische Haare nehmt, dann verkleben die diese Pinsel ziemlich gerne, ziemlich leicht. Und mit einem Pinsel könnt ihr auch korrekter auftragen, präziser auftragen und ihr könnt auch Produkt sparen. Also ich habe, wenn ihr den Finger nehmt, das geht natürlich auch. Kann es aber sein, dass ihr dann genau zu doll aufgedrückt habt und dann das Produkt, was in dem Moment genau die Deckung erreicht hat, was ihr haben wolltet, wieder mit dem Finger aus Versehen wegwischt und so weiter und so fort. Also der Pinsel ist ein hilfreiches Tool, wenn ihr Rötungen etc. abdecken möchtet mit Concealer. So, was haben wir noch? Ich habe, dadurch, dass ich dann auch immer so viele Rötungen hatte, dann die ganzen Unreinheiten, die alle abklingen mussten, haben dann immer noch natürlich so leichte Narben hinterlassen oder es hat einfach länger gedauert, bis es abgeheilt ist. Und immer mit diesen Rötungen habe ich mich rumgeärgert und da habe ich ein Puder gefunden. Das hier ist von Et Rebelle. Das ist so marmoriert, so türkis, braun wie beim Bronzer und so leicht rosa und auch gelb dabei. Und dieses Gelbliche und das Türkise, das könnte man dann zu grün verbinden. Es gibt sicherlich auch andere marmorierte Puder, die grünen Partikel haben. Und dann, was dann passiert auf der Haut, ist natürlich auch hier Puder wirkt grün. Und das Grün, also ein türkises Puder und ein gelbes Puder wirkt grün. Und das ganze Grün kann dann, wenn ihr das dann auftragt, eure Rötungen auch ein bisschen neutralisieren. Was ich gerne mal ausprobieren möchte, was ich noch nicht getan habe, wäre zum Beispiel Mineralpuder-Concealer. Den gibt es auch von Bare Minerals, bin ich mir ziemlich sicher, grünen, mineralpudrigen Concealer, den ihr benutzen könnt, um eure Unreinheiten abzudecken. Und beim Puder ist natürlich das Schöne, da könnt ihr keine irgendwelche Schorfstellen auf eurem Gesicht irgendwie hervorheben. Das legt sich einfach drauf und dann war es das. So. Ja, das waren meine Punkte zu Unreinheiten und Rötungen im Gesicht und wie ich damit umgehe. Auch ein bisschen was zu Hautunreinheiten und wie ich die vielleicht umgehen kann oder wie ich dann damit umgehe, wenn ich sie dann einfach bekommen habe.